Hallöchen und willkommen zurück zu Enigmates, The Ghost of Maple Creek. Und wir brauchen Harz 4. Und als allererstes gehe ich jetzt zurück. Kann ich da auch noch hin? Nö. Keine Ahnung, wo ich Harz herkriege. Das werden wir irgendwann bestimmt nochmal herausfinden. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal hier wieder nach unten in den guten Keller. Und stecke hier den nächsten Schwan rein, oder was das sein soll. Nee, ist kein Schwan. Was laber ich denn da, Alter? Wie komme ich jetzt auf Schwan? Ja, mach doch die doofe Tür auf. Und dann geht er bitte rein. Oh, jetzt passiert was. Achso. Nichts Besonderes. Ahaha. Ein Gemälde eines Ritualmordes. Ragt da etwas aus dem Gemälde heraus? Keine Ahnung. Was meinst du? Hinter da gibt es einen Hohlraum. Ja, mach's kaputt. Hier, schlag es ein mit den. Digga, verbrenn es. Verbrenn es einfach, Junge. Diese Detective-Tante hier ist auch echt so zimperlich immer. Hier, schlag es ein. Ich würde einfach nur alles kurz und klein hauen. Mir auch Wurst. Hier, Wurst. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, das hat total viel gebracht jetzt. Also wir sind richtig viel weiter. Das ist echt heftig, wie weit wir jetzt gekommen sind. Ich weiß nicht, kann ich da hinten... Nee, Quatsch, dafür sammle ich ja gerade, glaube ich, den Schädel. Aber ich bin sehr froh, dass diese Glocken-Dinge endlich... Hier, wirf deine Wurst danach. Nee. Wo bekomme ich denn jetzt Harz her? Also ich vermute einfach mal hier oder so. Ich weiß halt nur nicht genau wie. Ich würde ja gerne den Eimer da drunter stellen. Aber... Warte mal, was sind meine Aufgaben? Gib mir meine Aufgaben. Ja, ernsthaft jetzt. Erkunde die Kirche. Ja, hab ich schon ein bisschen gemacht. Der Fremde. Wer der mysteriöse Fremde ist. Seltsam Runen. Finde die fehlenden Teile des Runencodes. Was für ein Runencode meint die? Eine Stätte voller Fragen. Finde den Ort auf dem Foto sowie aus deiner Erinnerung. Von welchem Foto denn jetzt? Kann ich da... Okay. Okay, habe ich verstanden. Finde heraus, wo die Opfer ermordet wurden. Finde Hamiltons Akten. Ah, okay, alles klar. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, was ich tun soll. Zum See. Ich gehe nochmal hier zu seiner Hütte. Von dem jungen Mann. Shouldn't you be searching for Kate, really? Halt die Klappe. Ich will mir deinen Krams angucken, Junge. Hast du noch irgendwas Spannendes? Shouldn't you be searching for Kate? Shouldn't you be searching for Kate? Ja, ja. Ja, jetzt lass mich gehen. Such du doch nach ihr. Mann, ey. Ich kündige, wenn ich hier fertig bin. Ich bin echt der Meinung, dass ich auch noch irgendwas mit diesem Auto, weil das... Kann ich in den Eimer Wasser füllen? Ich weiß zwar nicht, was es mir bringen sollte, aber... Oh. Kann ich jetzt unten den Korken holen? Oh, ich hab Korken. Ihr könnt mich alle mal, ich weiß zwar noch... Oh, hier kann ich wieder wimmeln. Ein Ankerkreuz? Was soll das? Ein Ankerkreuz? So ein Ankerkreuz? Ah! Oh, es hat... Ach, jetzt hat es... Ich dachte gerade, das macht keine Geräusche mehr. Ich hab auch der Meinung. Ich hab der Meinung, dass das leiser ist, oder? Rattenmuttern. Die Mütter von Rädern. Puderdose. Der wäre überhaupt nicht lustig. Tut mir leid. Es war nicht schwitzig. Das war keine Puderdose. Das war ein Handspiegel. Aber ist egal. Ist egal. Macht nichts. Verwirrt mich ruhig alle. Ein Stirnband. Wenn das nicht irgendwie aufhat. Dann sehe ich sowieso nicht, dass es ein Stirnband sein soll. Hat das irgendwie auf? Nö. Ist das ein Stirnband? Nö.
Was meinen die denn mit Latschen? Die meinen bestimmt hier Latschen. 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 Latschen, Alter. Ein Kaktus. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich meine ja dich. Pipette. So, mal diese ganzen alten, schlechten Witze raushauen. Das bringt's. Ein Schiff. Sollte eigentlich nicht zu übersehen sein. Ich muss schon wieder gähnen. Boah, tut mir leid. Ein Schiff. Boop, boop. Ist auch nicht zu übersehen, ich bin nur doof. Sieg. Hä? Hast du gewonnen? Ja. Hä? Ist das doof? Das ist ein Peace-Zeichen, Junge. Frieden. Ein Pilz. Rattenmuttern. Und ein Stirnband. Ich muss schon wieder gähnen. Eventuell bekomme ich im Moment ein bisschen wenig Schlaf, aber man weiß es nicht genau. Ein Stirnband. Alter, jetzt geht's wieder bergab mit mir, ne? Eben war voll gut. Also vor dieser Folge. Folge ist gleich wieder um. Ein Stirnband. Das kann doch nicht so schwer sein. Also bei Radmodern habe ich wirklich keine Ahnung. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das waren die Radmuttern. Da habe ich schon dreimal drauf geklickt. Dreimal. Ja. Okay. Ich könnte mich jetzt aufregen. Ja. Ich bin auch ganz kurz davor, aber ich tue es nicht. Das war auch kein Stirnband. Das war ein Haarreif. Was ist dieses Spiel? Was soll denn das? Mann, ey. Es geht so nicht. Ich weiß nicht, soll ich in den Eimer jetzt vorsichtshalber nochmal Wasser tun? Aber nachher habe ich einen Eimer mit Wasser und brauche gar kein Wasser. Ich brauche kein Wasser mehr. Achso, schön, dass du mir das sagst. Zumindest gibt es hier etwas, das nicht so alt ist, 50 Jahre alt. Ja, toll, das Klopapier. Kannst jetzt nicht auf Klo gehen. Nö, hier brauche ich also nichts mehr. Was könnte ich mit der Pipette und dem Eimer machen? Aber schön, dass die gute Frau sich merkt, wo sie lang muss. Harz. Wo zum verfluchten Teufel bekomme ich Harz? Kann ich mit diesem Schloss... Nee, ich habe nichts zum Aufsägen. Da hinten ist auch noch so eine hübsche Brücke. Kann ich jetzt mit der Pipette Harz holen? Nö. Korken reinstecken? Nö. Anzünden? Nö. Krieg ich von dir Harz? Von dem Baum? Da hängt doch irgendwas im Baum, oder? Oder bin ich doof? Ich war gerade schon wieder so weit vorgelehnt. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt gehört. Ja, es glitzert da unten. Ja, dann mach ich mal kaputt und klau dir Harz von ihm. Kann ich mit dem Eimer irgendwas tun? Hier? Hier, schmeiß einen Korken nochmal. Die Frau ist einfach unfähig. Du kannst es doch danach werfen. Und wenn du nicht triffst, dann versuchst du es halt nochmal. Schon mal darüber nachgedacht, Schätzelein. Kann ich Benzin abzwacken? Kann ich hier noch irgendwas tun? Nee, der sagt mir schon wieder, ich soll zurückgehen. Kriege ich von dem Harz? Der ist ja schon kaputt.
Ja, den Eimer kannst du auch hier stehen lassen. Lass mich gehen. Da war ein Eichhörnchen. Ich bin schon wieder raus aus der Nummer. Merkt man, das brauche ich wieder eine Pause. Wenn es da blitzt, heißt das, ich muss da hin. Da hoch kann ich gar nicht mehr. Das ist ja traurig. Ich glaube, der hat mir gerade angedeutet, ich möge bitte zurückgehen. Da siehst du, das Glitzern sagt schon wieder, ich soll gehen. Das Glitzern mag mich nicht. Verschlossen. Junge, geh mal da weg. Ich will gucken, ob ich auf diese Tür kann. Hier in dem Korken. This sure feels like waking up from a bad dream. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich war gerade schon wieder so weit weg von meinem Mikro. Es tut mir wahnsinnig leid. Was sind meine Aufgaben? Erkunde die Kirche. Ich glaube, ich habe mir die Aufgaben jetzt schon dreimal durchgelesen. Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich tun soll. In die Kapelle. Da sind Leichen. Jetzt bin ich rausgegangen. Ich harz von dir. Das sagt mir auch mal, ich soll gehen. Ich gehe mal hier hin. Kann ich hier noch irgendwas tun? Meine Stimme war gerade weg. Hat man das gemerkt? Nein. No. Da liegt ein Schlipper oder so. Warte mal. Ist ja egal. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich dachte gerade schwer, ich muss zu dem Auto und weiß es nicht. Guck mal, ich bin ja eigentlich schon ganz richtig gewesen. Ach guck, jetzt kann ich da wieder rauf, oder was? Dein Ernst? Ihr wart dabei, dass ich es eben versucht habe, oder? Er sagt mir, ich soll da hochgehen. Was kann ich jetzt hier tun? Jetzt sagt er mir, ich soll hinuntergehen. Ist das der Ernst vom Spiel? Der Ernst? Ist ja Wurst? Hä? Merkt dieses Spiel aber, was es mit mir tut? Ach, jetzt sitzt es plötzlich da. Ja, okay, wir gehen runter. Was jetzt? Okay, da rein. Und jetzt? Jetzt soll ich irgendwas damit machen? Die Kiste sieht nicht sehr stabil aus. Die kann ich einfach aufmachen. Oh mein Gott, bin ich doof. Harz. Oh Gott, oh, was ist los mit mir? Oh, Schätzeleins. Oh, um Gottes Willen. Es tut mir so leid. Oh. Ich werde mit dir erst alle schreien, da nimm die andere Kiste. Und ich so, lol. Nö. Spiel, sag mir nicht, dass ich zurückgehen soll. Du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, was gut für dich ist. Okay, alles bereit. Was muss ich damit jetzt tun? Wasserfestes Harz. Und nun mache ich den kaputt. Achso. Wofür braucht man denn wasserfestes Harz? Oh, schon wieder Geld. Wasserfestes Harz. Ach ja, Freunde.
ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause, ja. Und die Folge ist auch sehr pünktlich jetzt zu Ende. Und ich hoffe, dass ich hinterher wieder ein bisschen mehr Gehirn habe, dass sich das wieder erholt von diesem tollen Spiel. Und selbstverständlich bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss!